Moin Leute, von heute, was geht ab? Yes, ist am Start für euch. Kein Panik-Knife mehr in Black Ops 3? Das ist natürlich eine richtig interessante Frage. Im letzten Video habe ich euch ja gesagt, dass es momentan nichts Neues über Black Ops 3 an Informationen gibt. Das war natürlich nicht ganz richtig, denn wenn man etwas tiefer gräbt und weitersucht und auch mal bei den amerikanischen YouTubern vorbeischaut, die das Glück natürlich schon hatten, zwischenzeitlich Black Ops 3 zu testen, einige Maps anzuzocken, natürlich alles noch in der Pre-Alpha-Version, aber sie lassen da momentan richtig coole Sachen durchsickern und da habe ich mich natürlich auch schon ein bisschen schlau gemacht und das ein oder andere Video natürlich auch bei den amerikanischen YouTubern geschaut. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass man da so einiges schon hören kann, wenn die das jetzt schon getestet haben und die Maps schon angezockt haben und wie die Maps so aussehen, das werde ich euch aber auf jeden Fall im nächsten Video verraten. Heute ist das Panic Knife dran. Gibt es in Black Ops 3 Panic Knife oder nicht? Wird es sich ändern? Was gibt's Neues und so weiter? Das besprechen wir jetzt. Das erste Interessante natürlich, was man auch schon im Trailer sehen konnte, ist eine neue Art, den Gegner im Nahkampf auszuschalten. Wenn ihr zum Beispiel eine Sturmgewehr, eine Maschinenpistole oder irgendeine andere Primärwaffe in Hand habt, soll das so sein. Ihr seid gerade überrascht, der Gegner steht vor euch, ihr könnt nicht mehr knifen, den Panic Knife gibt es nicht mehr in Black Ops 3, jetzt gibt es eine neue Art vom Nahkampf und dann könnt ihr mit dem Ende der Waffe, also mit diesem Griff hinten, ihn zum Beispiel an den Kopf schlagen und er ist ja ganz kurz betäubt, könnt ihr ihn entweder den zweiten Hit verpassen, es wird nicht mehr so sein, dass es ein One-Hit ist, also der Gegner bekommt dann ungefähr 50-60% oder 70% an Damage, dann ist er ganz kurz betäubt und dann könnt ihr entweder zur Sekundärwaffe switchen, dann könnt ihr ihn den Rest geben oder falls es noch einen Tomahawk geben wird, könnt ihr ihn dann noch schnell mit einem Tomahawk abwerfen. Es ist auf jeden Fall eine coole neue Sache, denke ich mal. Und ihr könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, dass es den Panic Knife nicht mehr gibt. Wusstet ihr das schon oder nicht? Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall jetzt erst rausgefunden, dass es den überhaupt nicht mehr geben wird. Ich wusste zwar, dass es hier diese eine Fähigkeit geben wird, aber ich wusste nicht, dass es überhaupt den Panic Knife gar nicht mehr geben wird. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Information, denke ich. Und das soll so sein. Habt ihr zum Beispiel eine Sekundärwaffe in der Hand, sagen wir jetzt mal eine Pistole, dann soll es ein One-Hit sein, also den könnt ihr irgendwie mit einem Ellenbogen oder so zuschlagen, dann ist es ein One-Hit-Kill und wenn ihr die normale Waffe, also die Primärwaffe, sagen wir jetzt eine AK in der Hand habt, dann könnt ihr ihn mit dem Ende der AK eine in die Magengrube oder was weiß ich wo reingeben oder an den Kopf schlagen und er ist ja kurz betäubt, könnt zur Sekundärwaffe switchen und ihn dann noch abballen oder ihn den zweiten Hit mit der Waffe geben, der dann wieder ganz down ist, also 50-60, vielleicht auch 70-80% bekommt er an Damage. Also es wird kein One-Hit sein, sondern Two-Hit-Kill mit der Primärwaffe in der Hand und mit der Sekundärwaffe in der Hand. Soll es ein One-Hit-Kill sein? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich persönlich muss ja sagen, ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Jetzt zum Beispiel im Such- und Zerstör-Modus in der Final Killcam würde das bestimmt richtig fett aussehen. Ihr holt eure AK raus, verpasst ihn irgendwie einen Schlag in die Rippen, er ist kurz betäubt, als wenn er von einer Stun-Granate, sagen wir mal, jetzt getroffen worden ist. Dann switcht ihr schnell zur Sekundärwaffe und gibt ihm noch den Rest mit dem Kopfschuss. Würde bestimmt richtig fett aussehen in der Final Killcam. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Am 16. Juni ist ja, glaube ich, die E3. Da wird auf jeden Fall einiges mehr zu sehen sein und ich glaube, da wird uns noch so einiges an coolen Features auf jeden Fall zur Verfügung stehen und Treyarch hat ja nicht umsonst die ganze Zeit am Black Ops 3 gesessen und sie haben immer noch 6 Monate Zeit, das Spiel noch ein wenig zu verbessern, auch wenn es jetzt schon laut den ersten, die es gezockt haben, richtig geil aussehen sollen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die E3, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, hättet ihr lieber das Panic Knife wieder oder diesen neuen komischen Griff, Schlag, keine Ahnung, wie der jetzt heißt, wird auf jeden Fall alles noch veröffentlicht und wir werden am 16. noch die ein oder anderen Infos bekommen. Ich bin jedenfalls gespannt darauf, was uns Mitte Juni die E3 noch bringen wird und was wir da noch alles entdecken werden. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen auf die Suche begeben und vielleicht noch das ein oder andere für euch herausfinden. Vielleicht kann ich euch ja im nächsten Gameplay einige Maps verraten und ich kann jetzt nur noch sagen, abonnieren statt kassieren nicht vergessen. Für mehr den Like-Button explodieren lassen auf jeden Fall. Haut rein, bis dann.